Raven. Security gegen Raven. Ist das Mike überhaupt an? Ja, hast du doch angemacht, oder? Weiß ich nicht. Hab ich? Ja, sieht schon so aus. Ja? Ah, das bewegt sich gar nicht. Kann sein, dass das gar nicht an ist. Was ist das mit dem Headset? Ich weiß es nicht. Sieht nicht so aus, das anders ehrlich gesagt. Nee, oder? Aber ist alles eingestellt. Oder obwohl doch hier. Ja, Scherz, wir sind noch immer live dabei, deswegen. Crew hat ein bisschen Probleme, hat das nicht so richtig verstanden. Ja, du hältst erstmal die Backen, okay? Ich habe dich erstmal gewinnen lassen, damit du heute einen schönen Tag hast. So, und jetzt sehen wir uns erstmal den King Skety an. King Skety 12. Auf jeden Fall. Bisher, oha, wir haben schon fast einen Slot verpasst hier. Auf jeden Fall noch sehr even. Ja, sehr even. Beide. Oh, okay. Und der erste Stock geht jetzt raus. Der erste Stock geht verloren. Auf jeden Fall hat Skety die Führung. Ja, Skety got Stock Lead. Nebenbei wartet Robin GG gegen Endpoint. Scheiße, ich hab seinen Namen vergessen. Ah, Repus. 0-0. Und ja, Skety macht schon auf jeden Fall guter Start hier im zweiten Stock. Ja, auf jeden. Zieht die ziemlich heftig ab. Oh, das. Man muss schon sagen, dass die Skety ganz leicht die Führung an sich genommen hat. Aber das feiere ich auf jeden Fall. Deswegen wird auf jeden Fall nachher noch schön gesuchtet. Und das war's. Das war's noch nicht, aber jetzt gerade Edgeguard-Situation hier gegen Cloud. Ja. Natürlich scary für Ruven. Ja, jetzt hat er aber Limit nicht vergessen. Da kann schon auch was passieren. Aber ja, Skety kann das schnell zu Ende machen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, er hat ihn gegrabt und die Bombe ist explodiert. Richtig krank. Oh, hier doch Limit eingesetzt. Und nee, Limit Power. Und jetzt wird es nochmal gefährlich auf jeden Fall. Na, Cloud immer scary bei Low Percentage. 17%. Mhm. Aber Skety grabt ihn schon. Leider der Bouncing Fish ins Nichts. Aber warte schön. Oh, jabbt sich da raus, der Ruven. Oh, die Up-Airs. Scary. Gefährlich. Immer noch auf jeden Fall echt scary. Oh, und das könnte sein. Ja. Wenn er Limit hat, oder? Oh, Limit. Oh, da kommt dran. Oh, heftig, okay. Aufpassen. Jetzt schon scary. Das hätte es auf jeden Fall sein können. Gut aufgeholt von Ruven. Und das war der True Shit. Bouncing Fish. Applaus von Robin Jai Jai. Da gibt es auf jeden Fall Applaus für. Ja. So, das war das erste Match, ne? Das war Maul da hin! Ziemlich gut. Sind wir noch? Hast gesehen, ey? Egal. Auf jeden Fall so krank. Jetzt wird erstmal dickster Ginger. Nur wegen. Oh, ey, du da hinten mit deinen. Dr. Easy auch schon sehr glücklich. Den Club, Digga. Aber du bist auch natürlich herzlich eingeladen. Zuzugucken. Okay, auf jeden Fall zweites Match hier auf Town and City. Wir rufen jetzt auf MK geswitcht. Meta Knight, wie wir ihn kennen. Der gute alte von Brawl. Boah, da ist ja mal richtig aggro. Oh, die Hates sind real. Ja, auf jeden Fall sind sie real. Auf jeden Fall heftig. Jedenfalls sehr heftig. Oh, auf jeden Fall mit den Up-Airs ist das noch ziemlich even zwischen den beiden. Schöner Grab von Skety 12. Oh, schön. 77%. Connected in Bouncing Fish. Oh, noch mehr. Das ist ja wunderschön. Auf jeden Fall 84% war mit mehr gemeint. Heute hier. Skety gut am dominant sein in diesem Modus. Richtig schön Domina macht er hier. Oh, beide heftig nach links gegangen. Und das hätte auf jeden Fall gegen uns. Oh, okay. Schön. Oh, Dash-Attack to Side B, Alter, was ist das für ein Side? Da kriegst du ja die Side B ab. Das war bestimmt gewollt, weil King Skety immer einen Schritt weiter denkt, als wir alle denken. Okay. Nee, nichts mehr ist true. Jetzt wird schwierig sein, für Skety 12 ihn zu killen. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Ding hier. Nee, das ist ein Absicht. Nee. Oh, schön gewartet von Skety, wie auch von Raven. Aber eine Abby jetzt von Meta Knights könnte auch sein. Nee, Saver. Und der Backthrow. Das war krank. Das ist gefährlich, aber Shiek Recovery. Ein Misclick, glaube ich, von Raven. Ich glaube nicht unbedingt, dass es ein Misclick war. Das war kein Misclick. Und da war direkte Kill, direkte Rache. Das war schon auf jeden Fall bewusst, dass er nicht an die Edge geht mit der Abi. Das hat man gesehen. Das ist scary. Das hat man gesehen. Ja, ich weiß das, weil ich habe ein Auge für Smash, im Gegensatz zu dir. Welcome! Auf jeden Fall holt hier Ruven gut auf. 20%. Ich hab so einen. Hier ist auf jeden Fall nebenbei Bauarbeitertreffen. Scheiße, gib mal meine Rückzeit erstmal. Auf jeden Fall gute Führung für Skety. Oh, und Skety hält das auf jeden Fall aus. 90%. Oh, Dash Attack. Oh, könnte es die Kombo gewesen sein? Nein, Skety ist noch rausgekommen. Das war scary. Gut raus, die Eid. Skety ist noch rausgekommen. Darf man nicht vergessen. Jetzt geht's weiter. Skety. Skety. Oh, das könnte gefährlich werden. Aber Skety hat gut die Kontrolle behalten und 111%. Jetzt vorsichtig. Schöner Grab. Der F-Throw. Nein, kein Bouncing Fish. Wir warten genau auf die Situation. Oh, spannend. Das wär's eigentlich. Aber keiner. Oh, jetzt wird's gefährlich. Was passiert? Oh, er geht on stage mit der Side B und. Oh, kein Charged F-Smash. Reicht noch nicht. Kein Up-Smash. Vorsichtig. Beide müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Dein Metanat kann jetzt ganz einfach Shiek killen und. Oh, kein Air-Dodge. Schön rausgesprungen. Okay. Oh, scary. Ruven off stage. Oh, erwischt ihn mit der Side B. Und jetzt? Oh, okay. Wieder neutral hier. Ja. Oh, Skety, schöner Grab. Kein Air-Dodge. Oh, das ist gefährlich. Ja, Bestrafung. Meine Fresse. Mach mal hier nicht so, das riecht man. Das ist doch nicht nur meins, eine Missgeburt. Ein Missgeburt, ne? So, es ist jetzt schon 2-0, ne? Gegen Skety. Für Skety gegen Ruven. Ja, auf jeden Fall sehr heftig. Und läuft auf jeden Fall. Ja, Moritz. Ja, meinetwegen. Mal schauen, wie die anderen drauf sind. Auf jeden Fall drittes Match hier zwischen Skety und Ruven. Und Skety führt mit 2-0. Endpoint ist auch noch da. Das heißt, das andere Wichser. Arschgesicht. Danke. Oh, aber auf jeden Fall gut gespielt von Ruven. Leider nichts zu Ende geführt. Jetzt kommt Skety. Da muss ich mir erstmal schon mal drauf die Nase putzen. Schön, okay. Direkt sprengen. Okay, vorsichtig. Alter, ist das schön. Also ein geiles Stuff, ne? Das hat noch nie gesehen. Angeblich. Oh, gar kein. Oh, ich wollte heute eigentlich mal Pause machen. Ja, mach doch Pause. Ich sag doch nichts dagegen. Halt's mal aus. Ist eh krank. Und hässlich. Das stimmt. Und schlecht. Ach ja, schlecht. Zu lustig. Aber auf jeden Fall kommen wir back zum Game. Skety mit einer kleinen Führung und die Führung wurde gerade genommen. Abbi gewesen. Von Metanite. Stock-Lead für Ruven. Metanite. Das ist natürlich jetzt schon schwierig. Aber auf jeden Fall noch machbar. Oh, Skety läuft jetzt überall rein. Oh. Der hat ihn befreit. Der Down-B wird es noch nicht gewesen sein, es war knapp. Leider hat Skety nicht gereicht zu meinem Kill. Okay, der Up-Air-String. Du Up-B mit Rage. Reicht noch nicht. Okay. Ruven hat da den Trump verhauen. Ja. So wie ich den Präsidenten. Ey. Ja. Okay. Oh, Downby gut geair-dodged. Gut gemacht. Ruven geht weit offstage hier. Versucht ihn da ein bisschen zu ärgern. Jetzt Offstage-Situation, versucht ihn mit der Pferd zu catchen. Nee. Aber man darf nicht vergessen, Ruven hat noch 2 Stocks. Ja. Sieht sehr gut aus, so Raiden. Das ist das Problem, ne? Shiek hat nach wie vor Probleme zu killen und das war's mit der Abbi erwischt. 2-1. Man muss sagen, natürlich Rage hier auch, ne? Lucky Dad. Sehr viel Rage. Auf jeden Fall sehr viel Rake. Konzentrier du dich mal lieber hier. Ja. Was denn? Ey, ich weiß gar nicht, was du meinst, Digga. Ich baue mit den Ohren sonst. Ich baue auch immer. Beide Hände zum Zocken brauche ich immer mit den Ohren und Nase und Mund und Wimpern. Ist so. Finde ich aber auch ganz schön. Langes Training. 2 Wochen. Okay, es geht weiter hier. Auf jeden Fall back to the game. 2-1, muss ich mal kurz hier ändern. 2-1 und das jetzt hier. Ganz krank. Wirklich ganz krank, muss man sagen. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf der Smashville. Back from Backtown and City back to Smashville von Skety 12 ausgewählt. Und hier sieht man eine kleine Führung von Skety 12. Skety? Skety, King Skety. Nee, alles gut, alles gut. Ich hab da das mal überlegen. Aber auf jeden Fall schön getroffen mit der Side-B von Skety. Und oh, das ist der Kill. Das war der sehr dominante Führung von King Skety 12, der letztens mit einem 140 geballert hat. Wunderbar. Wow. Ist so. Deswegen. Aber auf jeden Fall holt jetzt King Skety gut auf mit 20%. Fast ein Stop mehr. Er wartet und wartet. Und der Grip von Ruven. Oh, ab erst Ring. Nee, der letzte hat nicht. Oh, doch, das war eine gute Pause. Oh, und der. Oh, die Abi verhauen. Oh, nee, er wäre safe. Gut gemacht von Skety, dass er gleich in oh. Ja, sehr gut geärgert hat, aber leider gerade daneben gerappt. Schön. Ist er jetzt auch natürlich in Führung, ne? Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist jetzt Matchpoint für Ruven. Und gewinnen? Nein. Er hatte noch zu wenig Prozent. Die Abi ist es noch nicht. Aber auf jeden Fall schön in der Luft. Okay, das darf man nicht vergessen. Diese Hitboxer von der Abi von der Schuka. Von King Skety. Auf jeden Fall 90%. Er holt. Leider der Bouncing-Fisch. Schön geschildert von Ruven. Und die Abwehr. Oh, schöne Abwehr. Das wird richtig die knappe Kiste hier für Ruven. Ruven muss aber jetzt wirklich was machen. Aber das ist Meta-Night. Er kann auf jeden Fall sehr gut zurückkommen. Er braucht jetzt einfach nur den. Genau das meinte ich. Die kommt manchmal so schnell, ne? Das ist unglaublich. Ich glaub das nicht, wie die manchmal kommt. Ich glaub's nicht. Die ist imbar. Auf jeden Fall imbar. Oh, schöner Ansatz von Ruven. Leider hat es nicht geklappt. Aber hält gut auf, 20, 23. Oh, das hätte fast sein können. Ich dachte, das war so knapp. Ich dachte, er wäre so krank und würde jetzt Side-B einsetzen, weißt du? Das war so ein Highlight-Ding. Auf einmal macht Meta mal Side-B nach rechts und der andere stirbt. Ist so. Genau bei der Situation eben, die Ruven da hatte. Aber man sieht, es geht weiter. Skety muss aufpassen. Skety muss auf jeden Fall aufpassen. 99%, er muss jetzt auf jeden Fall schnell killen. Ruven muss eben auch zurückkommen. Sonst ist Ruven draußen, oder? Oder ist das Winner? Nee, das ist Winner Semis, genau. Okay. Semis ist das. Aber das wäre schon ein krasser Win auf jeden Fall für Skety. Ja, Skety muss auf jeden Fall gewinnen. Er muss jetzt einfach nur... Oh! Kein Air Dodge Read. Oh, und der F-Smash! Oh mein Gott! Zurückgeholt von Ruven. Skety konnte ihn nicht killen und Meta Knight hat's geschafft. Darauf muss Ruven erstmal einen richtig dicken Schluck Wasser trinken auf jeden Fall. Das war so knapp, dass er da noch zurückgekommen ist. Das heißt 2-2 ist jetzt. 2-2. Das heißt, das ist jetzt das allerheftigste Match. Das Wichtigste für beide? Matchpoint. Matchpoint auf beiden Seiten jetzt. Ist so. Also man dicken Scissor-Form. So. Was ist das denn heftiges? Blueberry White. Die ist bei Lili gerade angeboten. Voila. Der ist so krank. Auf jeden Fall sind alle schon ready. Jetzt kommt letzter Kampf. Bist du bereit für den letzten Kampf zwischen Ruven und King Skety 12. Ganz krank. Auf jeden Fall alles ausgeglichen. Kleine Führung von Ruven, aber Skety holt sich die mit der Bahnzertasche weg. Okay, Jab schon gemacht, okay. Er muss mehr, eigentlich finde ich deswegen Ruven zu heftig, weil er zu schnell und zu oft die Dash-Attack einsetzt, deswegen Skety ihn eigentlich da ganz einfach powerschieben könnte. Oh, schöne Up-Air-String. Aber wie man hier sieht... Oh, schön gecatcht hier die Roll. Skety, wollte... Oh, er versucht jetzt... ab, okay. Hat er gut gemacht. Oh, into 76%. 76%, noch eine Abi kannst du. Das kann sein? Nee, noch nicht, okay. Noch nicht. Ist doch nicht so scary, wie ich dachte. Oh, jetzt hat ihn. Noch nicht, Nicht connected. Oh, beide im Shield hier. Oh, schön. Oh, okay, hat noch connected, sehr gut. Nein, 93 zu 68%. Jetzt wird's aber gefährlich und scary und scary. Jetzt müssen beide auf jeden Fall sehr aufmerksam sein. Ja. Oh, der F-Smash, das war knapp und die Abi. Die Abi und Ruven hat somit die Führung übernommen. Ruven übernimmt die Führung damit. Krass. Okay. Oh. Okay, schön Prozent gegen 30%. Skety muss jetzt hier was machen auf jeden Fall. Oh, 40%. Das ist nicht mehr einfach für Skety zurückzukommen. Nee, noch nicht. 63%. Das ist schon ziemlich gefährlich. Oh, das ist echt gefährlich. Das Problem ist auch, dass Shiek eben Kill-Probleme hat. Und je mehr Rage Ruven hat, desto einfacher wird es mit der API zu killen, und das sieht jetzt schon ziemlich übel aus für Security. Das sieht auf jeden Fall sehr übel aus für Security. Aber er kann es noch machen. Aber er muss wirklich jetzt was regeln. Ja, er muss auf jeden Fall eine Shiek-Combo gleich machen. Oha, ziemlich. Okay. Okay. Und? Oh, nein, 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 noch nicht. Das dauert. Und das könnte killen. Okay. Okay. Endpoint-Zahl, jetzt geht's los. Was passiert? Skety muss auf jeden Fall überlegen. Skety überlegen, schöner Grab. Oh, Skety, wenn du das jetzt noch machst, dann bist du King Security. Oh nein, er wollte die Combo machen, und hat leider verkackt. Das heißt, der Gewinner ist Ruven. Das heißt, geht hier aus dem Set noch hervor und ist jetzt ein Winner. Krasses Comeback auf jeden Fall. Auf jeden Fall nicht damit gerechnet, so gut geführt, und dann verliert er noch so heftig, hätte man nicht erwartet. Das kann nicht sein, dafür kriegt er jetzt echt nochmal einen auf den Nacken. Safety-Führung gehabt, aber das ist halt Smash-Spiel. Ja, auf den Nacken. Hade.